Und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, man hört uns, ich hoffe, man sieht uns. Und ich hoffe, ihr habt Hallo. Bock. Ich werde jetzt mit dem richtigen Piloten fliegen. Du hast einen Pilotenschein? Ich habe einen Pilotenschein, allerdings nicht für Flugzeuge. Habe trotzdem in der Ausbildung genug mitgekriegt, um das wenigstens halbwegs zu verstehen, was da gerade passiert. Sehr gut, dann bin ich der perfekte Co-Pilot für dich. Wie oft bist du denn schon geflogen in einer Verkehrslinienschule? Also ich habe absolute Flugangst, weil dieses Ding kann ja immer abstürzen, wenn du mit dem Auto einen Unfall hast oder mit der Bahn oder Fährst was du auch rechts immer, dann ist ja ran? die Chance, dass du das überlebst, immer noch relativ hoch. Ja. Flugzeuge stürzen selten ab, aber wenn sie abstürzen, dann weiß ich auch nicht, ob da noch so viel geht. Ich fühle mich da mal sehr unwohl, deswegen Auf hoffe ich, jeden dass Fall ich. Das ist eben das Problem dabei. Hallo Karl. Hat es auch mittlerweile eingetroffen. Und ja, aber ich bin tatsächlich 4, 5 Mal geflogen. Es geht schon. Okay. Gucken wir, ob wir heute sicher ankommen. Unser Job ist es nämlich jetzt, gemeinsam ein Flugzeug, ein Verkehrslinienflugzeug in Montreal in Kanada zu landen und auf dem Trudeau-Flughafen Montreal-Trudeau. Und das Schöne ist ja im Cockpit, man arbeitet zusammen. Wir reden also hier von einem kooperativen Zwei-Personen-Spiel. Das Dumme ist nur, dass wir in dem Moment, wo wir unsere Würfel einsetzen, gar nicht miteinander reden dürfen. Ist das denn echt auch so? Tatsächlich zum Glück nicht. Okay. Da ist man gezwungen, miteinander zu kommunizieren. Und da gibt es ganz klare Regelungen, wer was macht. Die gibt es hier aber auch. Okay, Also, bin ich sehr gespannt. grundsätzlicher Spielablauf. Ihr seht hier ein Höhenband. Wir kommen also immer tiefer. Wir sind im Landeanflug. Wir haben hier ein Entfernungsband. Wir sind weit weg vom Flughafen und kommen immer näher und dabei immer tiefer. Wir müssen ja jetzt hier in drei Dimensionen denken. So ein Flugzeug bewegt sich ja in der Luft. Orange und Blau sind die beiden Spielerfarben. Orange für den Co-Piloten, Blau für den Captain, den ich in diesem Falle verkörpere. Und zoom ran, genau. Wir können auch noch ein bisschen. Die Zugcam gibt es hoffentlich ab morgen wieder richtig. Ich habe noch ein Ja, 5 Meter HDMI-Kabel bestellt. wir arbeiten dran. So, wir sehen auf den Feldern auch schon, wer wo ein Würfel überhaupt einsetzen darf. Ich bin gelb. Ich darf Du hast. hier, da. Ganz genau. Und dein Job ist es, Orange. sowohl zu funken, als auch eine Neigung zu beeinflussen, und zwar nach rechts, als auch die Landeklappen auszufahren, und zwar, wie du hier an den Pfeilen siehst, in Reihenfolge. Welche Zahl du dafür brauchst, ist relativ offensichtlich. Ja, aber in Reihenfolge, du musst also mit einer 1 oder 2 erstmal oben anfangen. Ah ja. Genau. Bei mir auf der Seite, ich kann auch funken, allerdings nur halb so oft wie du. Du kannst zweimal funken, ich nur einmal. Es ist auch eher Job des Co-Piloten auf der Funkseite, den Funk zu machen. Dann habe ich den Job, das Fahrgestell auszufahren, und zwar auch in drei Positionen. Hier ist aber die Reihenfolge egal, in welcher ich die Würfel einsetze. Okay, Ich ich habe kann die mit einer 5 Set, Pfeile. genau. Dann kommen die wichtigeren Sachen, und zwar einmal die Querneigung des Flugzeugs. Wir können also rollen nach rechts oder links. Und zwar lege ich da einfach mal Also, wir einen waren Würfel gerade rein und du legst auch bei, einen dass Würfel bei der du halt so auf Neigung. Funken Setz kannst einfach wie mal einen ich. Würfel rein. Ich setze hier einen Würfel rein. So, jetzt hast du da eine 4 reingesetzt, ich eine 3. Ich bin jetzt auch wieder mit Methoden Ja, da. in so einem Fall würde jetzt in dem Moment, wenn der zweite Würfel reingesetzt wird, die Differenz errechnet werden und in die Richtung, wo die größere Zahl hinzeigt, würde sich das Flugzeug um eine Einheit neigen. Okay, wir wollen nicht zu weit kippen. Das ist erstmal alles gut, das kann so bleiben. Sollten wir auf das rote X gelangen, egal auf welcher Seite, haben wir instant verloren. Dann schmiert das Flugzeug ab. Möchte man im Landeanflug durchaus vermeiden. So, jetzt möchtest du mal einen Würfel hier in die Schubkontrolle, die Triebwerkskontrolle Ja, setzen. eins auf jeden Fall. Okay, dann mache ich das mal. Was habe ich denn Schönes hier? Du möchtest eine 1 da reinsetzen. Dann setze Ja. ich auch mal eine 1 rein. So, dann wird auch jetzt in dem Moment, wenn der zweite Würfel reinkommt, werden beide Würfel zusammengezählt. Wir checken die Summe, die ist unterhalb des blauen Markers. Und das führt dazu, dass wir uns gar nicht dem Flughafen nähern. Wir werden aber sinken. Wie nehmen wir uns Das denn? kann man mal Kriegen tun. wir so eine Warte, nein, pass auf, Rechtsgruppe? das kann man mal tun. Da muss man aber irgendwann aufholen, sonst kommt man zu kurz. Das heißt, Okay. vor der Piste-Equation ist auch blöd. Zumindest für Flugzeuge. Bei Hubschraubern ist das eine andere Kiste, die müssen die Piste nicht unbedingt treffen. So, wie kriegen wir das richtig hin, dass wir uns in jeder Runde einen Schritt nähern, indem wir darauf achten, dass die Summe beider Würfel zwischen dem roten und dem blauen Marker inklusive liegt. Das heißt, wir brauchen 4 bis 8 irgendwo als Ganzes. Wenn ich also hier eine 4 hinlege, kommt eine 5 raus. Wir bewegen uns am Ende des jeweiligen Zugs dann auf einen Schritt auch vor und einen Schritt runter. Okay. So, das ist
Triebwerk. Mhm. Rollen, Triebwerk. So, wenn du die Landeklappen setzt, nimm mal eine 1 da rein, oder eine 2, ist völlig wurscht, dann sieht man auch schon, dass sich hier etwas bewegt, nämlich der orangefarbene Marker geht nach oben. Mhm. Wenn alle Landeklappen gesetzt sind, 1, 2, 3, 4, ist das Ding 4 Schritte nach oben gewandert, steht also auf der 12. Mhm. Das führt dazu, dass wir auch schneller werden dürfen, ohne dass wir, ich sage mal, drüber hinausschießen könnten. Denn hätten wir die Landeklappen nicht gefahren, wir wären hier und wir würden hier eine 6 und eine 6 reinspielen, meinetwegen, oder eine 5. Das ist ja wie ein echtes Flugzeug fliegen hier. Ja. Finde ich auch sehr schön, dass da ein Strich unter ist, weil ja, das könnte ja auch eine 9 sein. Richtig, genau. Nein, 6 ist schon in Ordnung, reicht auch. Jetzt hätten wir viel zu viel Schub, mhm, und wir würden uns 2 Felder dem Flughafen nehmen. Ja, und wir sind noch viel zu hoch wahrscheinlich. Und wir wären dann eventuell viel zu hoch. Du schiebst also dann über das Ziel hinaus. Mhm. Auch nicht geschickt. Man möchte also immer unterhalb des orangefarbenen, oberhalb des blauen bleiben. Wenn du die Klappen fährst, wie gesagt, hier, dann erhöht sich dieser orangefarbene Marker. Wenn ich das Fahrwerk ausfahre, egal in welcher Reihenfolge, mhm, also nehmen wir hier mal eine 2 rein, dann erhöht sich der blaue. Das heißt, unsere Summe muss auch immer höher werden. Okay. Das heißt, du erzeugst ja Luftwiderstand, mhm, mit dem Fahrwerk und musst dann deswegen auch mehr Schub geben, mhm, um dann die gleiche Geschwindigkeit zur Annäherung an den Flughafen zu erreichen. Und damit werden schon die wichtigsten Sachen gesagt. Natürlich haben wir noch so 2, 3 kleine Probleme, wie zum Beispiel die Flugzeuge, die uns da im Weg rumfliegen. Genau, die Schalter werden, wenn sie platziert sind, alles muss auf grün sein nachher. All Engine Gauges green. Mhm. Flugzeuge im Weg müssen beim Tower angefordert werden, dass man uns den Weg frei macht. Ist nicht ganz realistisch, aber halbwegs, das passt schon so. Hier kann jeder Würfelwert rein. Mhm. Und da setzt du mal eine 4 rein, bitte. Wenn oben beim Funken. Ja. Wenn du das machst, zählen wir ab. 1, 2, 3, 4. Und da verschwindet ein Flugzeug. Aha. Und wenn wir uns jetzt beim Ende des letzten Würfels wieder nähern, dann wäre eine 4 jetzt das nächste Flugzeug, mhm, dort. Markiert sind die Startsituationen jeweils auf den Streifen. So funktioniert Funken. Dann haben wir hier noch etwas, das sind die Bremsen. Die Bremsbereitschaft muss man herstellen, auch hier in Reihenfolge. Das kann nur ich tun als Kapitän. Weil blau. Richtig. Ich muss mit einer 2 anfangen, das auf grün stellen. Mit einer 3 dann später, das setze ich also hier hin. Dann kommt eine, wenn ich eine 4 einsetze, setze ich den Marker dahin. Und wenn ich dann noch die 6 einsetze, das muss nicht im gleichen Zug passieren, das, mhm, kann in unterschiedlichen Zügen passieren, dann steht der Marker hier. Erst dann haben wir eine volle Bremsbereitschaft und können landen. Okay. Sonst treffen wir zwar die Landebahn, setzen vielleicht auch sanft auf, aber schießen über die Landebahn, das Landebahnende hinaus. Und das ist ebenfalls ungesund. So. Genau, Skyteam kommt bei Cosmos auf Deutsch. Ja, irgendwann im Frühjahr. Frühjahr. Frühjahr war gesagt. Genau. Okay, das war das Bremsen. Das kann nur ich vorbereiten. Das ist nämlich 2-Player-Koop. Das ist sehr immersiv und das ist High Drama. High Drama, genau. So, jetzt kann es natürlich passieren, dass wir eine Situation haben, also der grundsätzliche Spielablauf ist immer der, wir würfeln alle beide gleichzeitig, aber verdeckt hinter unserem Sichtschirm. Ab dem Moment dürfen wir nicht mehr miteinander reden. Wer beginnt, steht immer hier. Blau bin ich, orange bist dann du. Wir beginnen also immer abwechselnd. Mhm. Dann setzen wir unsere Würfel ein, immer, mhm, abwechselnd. Nachdem wir unsere 4 Würfel eingesetzt haben, geht es eine runter, also das Band, Höhenband sinkt, mhm, und wir nähern uns je nach Schubeinstellung 0 bis 2 Felder dem Flughafen. Mhm. Und in dem Moment kann es natürlich dazu führen, dass wir einem Flugzeug begegnen, das also in einem Mid-Air-Collision erleiden. Das ist auch blöd, das möchte man nicht. Oder es kann dazu führen, dass wir über das Ziel hinausschießen und so weiter. Das kriegen wir dann. Zu Beginn haben wir den. So, jetzt kann es natürlich sein, dass wir die passenden Würfel in dem Moment nicht haben. Am Anfang, genau, ist noch relativ flexibel. Mhm. Es gibt 2 Möglichkeiten, dem zu entgehen oder dem ein bisschen auszuweichen. Ein Reroll. Mhm. Wenn du jetzt sagst, mit deinen 4 Würfeln in irgendeiner Situation, meinetwegen ist alles schon gemacht, 4 oder vieles schon gemacht, aber du hast keine 5 oder 6. Mhm. Und sagst, ich mache einen Reroll. Und dann darfst du dir aussuchen, wie viele Würfel du neu werfen möchtest. Und ich darf das ebenfalls. Mhm. Wir dürfen aber nicht darüber sprechen, warum oder wieso, sondern du machst einen Reroll, du entscheidest das und ich muss ebenfalls, oder da kann dann ebenfalls neu werfen, wenn ich das möchte, mit meinen verbleibenden Würfeln und darf mir aussuchen, wie viele. Okay, das ist nicht Echtzeit, sondern eher gleichzeitig. Ja,
Simultan. Wir setzen auch nicht abwechselnd die Würfel, sondern... Na, abwechselnd. Achso, also nicht mal das. Da, also einfach nur nicht mit. So kann man reden. Aber auch kommunizieren über die Würfel. Wenn ich einen Würfel an eine bestimmte Position setze mit einem bestimmten Wert, kann ich dir vielleicht kommunizieren, dass du mir da nach dem Motto, ich kann dir hier nur eine 1 bieten. Mhm. Dann sagt dir das schon, dass du hier was Hohes reinsetzen solltest. Stell dich mal auf eine Bruchlandung erst. Zum Beispiel. Und dann haben wir hier unten noch, das ist für Piloten immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Piloten brauchen viel Kaffee. Auf jeden Fall. Natürlich. Hier kann jeder Würfelwert rein und wer einen Würfel hier einsetzt, verliert natürlich eine Aktion, um die Landevorbereitungen fertigzustellen, aber kann eine Kaffeetasse hier reinlegen. Das kann man auch mehrfach tun. Hier können bis zu 3 Kaffeetassen liegen. Mhm. Und jemand, der dann einen, ich sage mal, nicht ganz passenden Würfelwert noch einsetzen möchte oder muss, der kann sagen, ich nehme jetzt einen Kaffee, dann kann ich aus der 1 eine 2 machen oder aus der 2 eine 1 oder eine 3. Ich kann aus der 1 aber keine 6 machen und aus der 6 keine 1. Das heißt, ich kann plus minus 1 pro Kaffeetasse, die ich einsetze. Wenn hier 3 Kaffeetassen liegen, weil wir 3-mal Kaffeepause gemacht haben, ja, oder 3-mal Kaffee gekocht haben sozusagen, dann kannst du auch theoretisch hingehen und aus einer 3 kann ich dann sagen, ich mache mit 3 Kaffee eine 6 und lege die 6 dann hier rein. Mhm. Weil die anderen beiden waren vielleicht schon. Das kann jeder dann nutzen. Der Kaffee ist eine gemeinsame Ressource. Gut, das war es im Prinzip. Der Ablauf ist, wie gesagt, wir würfeln gleichzeitig, verdeckt, können vorher, bevor wir würfeln, über alles reden, was noch zu tun wäre. Mhm. Wenn wir dann gewürfelt haben, nicht mehr, abwechselnd einsetzen. Es beginnt der hier gezeigt ist. Wenn alle 8 Würfel eingesetzt sind, egal wo, ist die Runde zu Ende. Wir nähern uns entsprechend und auf jeden Fall sinken wir in der Höhe. Da hinten kommt noch ein Reroll. Und wenn wir beide... sowohl die Null als auch den Flughafen hier sehen, dann kommt die letzte, dann kommt die Landephase, dann müssen die Bremsen passen und so weiter und so fort. Okay, also hier wollen wir ja quasi immer zwischen dem Wert hier sein, nach Möglichkeit. Hier würde ich das einfach in der richtigen Reihenfolge machen. Hier willst du gerade bleiben. Da will ich gerade bleiben. Hier würde ich die Flugzeuge da wegfunken. Das heißt, jetzt würde ich dann eine 3 hinsetzen, um den hier zum Beispiel wegzunehmen. Vielleicht brauche ich die 3 aber auch woanders. Ich bereite die Bremsen vor und wir können zwischendurch Kaffee kochen, damit wir ihn dann, wenn wir ihn brauchen, auch trinken können. Okay. Weil wir uns ja konzentrieren können. Gut. Ist nicht so schwer. Das wirkt erstmal so einfach, wir reden hinterher drüber. Sonst das kann sehr knifflig werden. Und was es sonst auch so gibt. Ich habe es einmal auf der Messe in Essen gespielt. Mhm. Und Bremsen passen. Passen war Schuh kleiner Bremsen. Ja, genau. Ich muss dann, wenn wir landen am Schluss und ich habe alle Bremsen aktiviert, so, dann sind wir ja bei 6, unser Schub muss dann in dem Moment letzte Landerunde, dann muss der Schub kleiner sein als die 6 oder kleiner gleich. Okay. Kleiner gleich oder kleiner? Ich guck also nach. Da wollen wir viel Kaffee haben. Das ist die allerletzte Runde. End of Round, Final Round. So. Dann, ja. Engines. Hi. Hallo alle, die da sind. Must be greater than your speed. Das heißt tatsächlich echt größer als. Das heißt, wenn ich es nur schaffe, die 4 zu aktivieren, müssen wir hier in der Summe maximal auf 3 kommen. Okay. Ja. Das ist die allerletzte Landerunde. Wenn wir aber da können wir vor drüber reden. Da können wir zwischendurch drüber reden. Nachdem wir alle Würfel platziert haben, bevor wir dann neu würfeln, können wir reden. Richtig, genau. Das wieder auf Inaktiv. Das symbolisiert einfach die Entscheidung, die wir in Sekundenbruchteilen im Cockpit. Ja, so ein Landeanflug, da ist schon viel zu tun. Sagen wir es mal so. Gut, dass ich kein Plop bin. Das lernt man dann aber. Gut. Okay, wir würfeln. Mhm. Ich würfel mir nicht da rein, damit ihr auch ein bisschen was seht. Aha. Ja, ihr seht meine Würfel nicht. Ich kann es mal so. Ben soll sie nicht sehen. Sortieren ist natürlich sinnvoll. Ich beginne. Du fängst an, weil hier blau ist. So, und über das, was wir tun und warum wir es tun, dürfen wir jetzt nicht mehr reden. Okay. Ich kann ja ein bisschen laut denken, damit der Chat in meinem Kopf ist. Ben denkt laut. Mhm. Sparta öffnet schon mal die Landeklappen. Sehr gut. Nee, ich fahre das Fahrgestell. Du fährst das Fahrgestell aus. Dann möchte ich einfach schon mal die ersten Flugzeuge hier aus dem Weg räumen. Machen wir das gleich? Das machen wir sofort. Hervorragend. Schon sage ich, wir kommen da. Notlandung. Platz da, hier komme ich. Ist das eigentlich eine ganz normale Landung oder haben wir irgendwie Notlandung oder gibt es noch verschiedene Szenarien? Da kommen wir am Ende des Spiels noch gerne dazu, was da noch mehr drin ist in der Schachtel. Es bleibt nicht bei Montreal und es bleibt nicht bei, sagen wir mal, einfachen Bedingungen. Okay, ich bin gespannt. Okay. Gewitter und so. Machen wir weiter. Das kann ich dann hier schon mal tun.
Dann würde ich auch mal hier schon mal boop, anfangen. Damit kommt das dann auch sofort dahin. Jetzt haben wir da mehr Luft drin. Mhm. Hervorragend. Oh, was ich vergessen habe. Ja. Wir müssen auch hier und hier platzieren. Aha. Das ist natürlich ganz wichtig. Mein Fehler hätten wir vielleicht auch vorher schon überlegen können, aber dann muss ich den natürlich jetzt in einem von beiden platzieren. Du hast jetzt ja nur noch einen Würfel, ne? Du musst jetzt erstmal auch, du kannst dahin platzieren oder da. Ist das ja, jetzt ist ja dann ja egal. Mhm. Dann, wenn wir unter vier wären. Dann also, bleiben wir sozusagen stehen, nicht ganz, aber wir kommen zu langsam voran. Hier würde sich nichts bewegen. Die Würfel gehen noch bis 6? Ja, das sind ganz normale W6. Und hier würden wir die Differenz bilden und dann die Abweichung. Richtig. Und das kann jetzt gleich schon vorbei sein. Das kann auch gleich schon vorbei sein. Dann gucken wir mal, ob es das ist. Vielen Dank, Betty. Oh, klasse. Mensch, super. Mach gerne weiter so. So, dann platziere ich meinen letzten Würfel hier. In dem Moment prüfen wir die Differenz und haben natürlich perfekt gearbeitet. Das hätte schon ganz schön nach hinten losgehen können. Zack. Und hier sind wir bei 4. Jetzt passiert Folgendes. Wir sinken auf jeden Fall. Aber weil Rundenende. Weil Rundenende, du sinkst. Mehr Runden als die spielen wir nicht. Okay. Was nicht passiert ist, dass wir uns dem Flughafen nähern. Weil wir zu kurz gefahren sind. Also wir haben etwas zu wenig Schub gegeben. Mhm. Ja. Und ich hätte es jetzt sich anders so machen können, wären wir halt nach da. Oder nach hier getiltet. Nach da getiltet, ne? Richtig. Das wäre noch okay. Ja. Dann wären wir bis nach hier getiltet. Mhm. So. Jetzt nehmen wir die Würfel zurück. Auf dem Spielbrett bleibt die Situation so. Die beiden Schalter sind erledigt. Und wir würfeln neu. Nächste Runde. Und ich fange an. Und du fängst an. Natürlich. Steht ja da. Okay, dann würde ich gleich mal hier einen vorlegen. Mhm. Ja. Aber es wirkt ja jetzt erstmal so, als wenn es obligatorisch wäre, dass die ersten beiden Würfel dahin gehen müssen. Nicht zwingend, nein, wir müssen sie irgendwann legen. Ja, Runde. Aber wenn wir sie am Ende legen, hast du ja keine Option mehr, auf das zu reagieren, was ich mache. Wenn ich dann eins lege und du hast nur fünf gewürfelt oder fünf und eins gewürfelt. Das tatsächlich knapp werden können. Genau, dann muss man eigentlich fast schon da anlegen. Da kommt es jetzt auf die Differenz an. Ja. Ne? Dann mache ich mal ein bisschen tilten können wir ja. Für den Nervenkitzel. Nein, Private, man kann in diesem Spiel das Flugzeug nicht mit zu wenig Schub zum Absturz bringen. Aber im anderen Szenario. Oder generell nicht. Kann ich noch nichts zu sagen. Ich okay. Im anderen Szenario noch nicht gespielt. Okay. So, hier würden wir jetzt sofort einmal nach rechts rollen. Mhm. Alles gut. Oh, für mich wäre jetzt schon vorbei. Ich würde denken, oh mein Gott. So, dann müssen wir natürlich... ja, das können wir doch ganz bequem, wenn ich das dahin... Du hast natürlich recht, man könnte auch erst Kaffee kochen und dann den anderen Würfel legen. Und dann kann natürlich. Ein bisschen Kaffee kochen verbraucht aber einen Würfel, ne? Den man hinterher dann erst wieder nutzen kann, indem man die Kaffeetasse dann noch trinkt. So, ich könnte ja jetzt mal ein bisschen was dafür sorgen, dass wir wieder uns ausgleichen. Wir sind jetzt mit dem Schub drüber, würden uns zwei Felder nähern. Und jetzt könnte ich aber auch hier einen Würfel einsetzen, weil das ja schon auf ist. Richtig. Das heißt, aber müssen wir vielleicht noch gar nicht, oder? Ich könnte auch erstmal schon mal anfangen, dann aber nehmen. In der 3 würde ich jetzt hier hinziehen. Ne? Richtig. Weil wir uns ja nicht vorbewegt haben. Richtig. Dann würde ich doch schon mal, was man hat, das hat man. Und zum Glück kann man nachher Kaffee kochen. Ja. Was mache ich, wenn ich hier Würfel einsetze, dann verfällt der einfach. Dann verfällt der. Dann machen wir hier mal Kaffee. Okay, jetzt passiert Folgendes. Mhm. 10. Deswegen war es ja sogar gut, weil wir da jetzt mehr Spielraum haben. Ja, vielleicht. Weil wir uns ja hier, wenn wir drüber sind, dann würden wir 2. Und das wollen wir vielleicht auch eigentlich, ne? Richtig. Ohne jetzt mal so Spartakus äußern, das ist laut gedacht zu. Aber vielleicht mache ich das doch noch nicht und mache hier die Landeklappe nochmal wieder zu und würde erstmal schön Kaffee trinken. Erstmal nach hinten gehen, Kaffee kochen. Lass den Captain ruhig alleine. Genau, ist ja noch früher Morgen. Ist noch früher Morgen, ist der Morgenflug. Irgendwo der auf dem Provinzflughafen in Kanada. Montreal ist ja nichts Großes. Genau. Macht der Captain dann schon. Der Captain denkt sich, naja, dann soll der mal Kaffee kochen gehen. Ich fahre mal das Fahrwerk weiter aus. Also, tut mir leid, Leute, ich kann im Moment den Chat nicht verfolgen. Ihr tippt so schön und fleißig. Und wir müssen hier echt hart landen. Und ganz ehrlich, Piloten im Landeanflug sollte man auch nicht ansprechen.
Und das kann ich aus der Realität durchaus bestätigen. Ich würde einfach mal noch ein Käffchen kochen. Aha, du bist aber ein echt netter Co-Pilot. So. Aber jetzt waren wir hier auch nur bei der 9, ne? Weil ich ja keinen Schaffen nicht geöffnet habe. So. Ich hoffe, wir kommen nicht zu schnell rein. Ach, was wir machen können, was wir haben, das haben wir. Ich funke nochmal auf die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist der raus. Gut. Dann sind wir durch. Mhm. Jetzt gucken wir, was sich noch bewegt. Wir sind jetzt tatsächlich mit dem Schub drüber hinaus und nähern uns 1, 2. Und hier geht es um 1000 Fuß runter. Also kommen wir gerade perfekt synchron. Höheneinheiten in der internationalen Fliegerei in Fuß. Mhm. Der hier geht auch immer nur um 1, da können wir nichts dran machen. Immer ist einfach immer, kommst, wir sind im Sinkflug. Wie eben schon gesagt, runter kommen sie alle. Ja. Ja. Okay, so, dann kriegen wir unsere Würfel wieder zurück. Immer schön aufpassen, dass man dann hier nichts die Schieber verstellt und so. Und dann geht das weiter. Ich bin wieder dran. Ja, dann muss ich doch da mal direkt... Den Schubregler müssen wir zurücksetzen, wird da irgendwo gesagt. Also das war wahrscheinlich das, dann, was wir eben... Ja, genau, hatten. Das war das. Richtig. Ich versuche mal eben meine Kette hier abzumachen, damit die nicht am Mikrofon klimpert. Auch wenn ich mich dann sehr nackt... Man darf sich während der Einsatzphase der Würfel keine Hinweise geben. Nachdem man alle Würfel eingesetzt hat, darf man wieder reden. Wenn man dann würfelt, muss man wieder schweigen um das, was hier auf dem Brett passiert. Natürlich können wir über das Wetter draußen reden oder über die echte Fliegerei, aber... Gut, ich muss da ein bisschen was so... Hier, Achtung, Achtung, hier Flug BSB 2-3, bitte aus dem Weg. Jo, dann... Macht das der Captain auch nochmal, um mir den zweiten aus dem Weg zu... Upsa, das ist etwas intensiv. So, damit ist der aber auch raus. Ja, Private, ich habe einen Schein, allerdings nicht für Flugzeuge, sondern für Hubschrauber. Dann würde ich hier mal auf eine 4 hochgehen. Mhm. Sehr gut. Dann setze ich hier mal eine 3 hin. Ach ja, da müssen wir auch noch hin. Mhm. Wenn ich jetzt hier eine 2 einsetzen würde, würden wir noch weiter rüber tilten, ne? Zu mir. Zu dir, das ist ja perfekt. Dann würde das sofort passieren. Okay, und als gut vorbereitetes Team, wie wir sind, kann sogar der Captain es sich erlauben, im Landeanflug 4000 Fuß über Grund noch schnell ein Käffchen kochen zu gehen. Na, das ist aber sehr nett von Ihnen, Herr Kapitän. Dann benutze ich den Kapitän gleich, den Kaffee gleich mal, mache hier eine 5 draus. 1, 2, 3, 4, 5 und sag mal, dass da am Flughafen ein bisschen Ordnung herrschen muss. Von langer Hand vorbereitet. Sehr gut. Okay, wir schauen uns an, was passiert. Wir sinken natürlich um 1000 Fuß. Mhm. Und wir gucken, was passiert hier. Wir sind bei 9. Wir sind innerhalb der Grenzen. Das heißt, wir bewegen uns ein Feld näher zum Zielflughafen. Und dann nehmen wir unsere Würfel wieder zurück. Zwei Kaffee stehen noch bereit. Schön auf der Warmhalteplatte. Ja, die Situation ist klar. Genau, aber wir können ja jetzt noch kurz drüber reden, was wir machen wollen. Du musst ja hier noch gar nichts jetzt gemacht. Richtig, bei den Bremsen muss ich noch an. Da möchte ich den Herrn Kapitän daran erinnern, dass er da auch was machen muss, sonst könnte das ein bisschen heikel werden. Und der Co-Pilot ist selbstständig genug, um zu erkennen, was er zu tun hat. Ich will jetzt hier noch die Geschichten machen. Die Landeklappen. Funken noch ein bisschen, ist ja eigentlich recht. Hier sind wir auch ganz easy. Du beginnst. Ja, Private Hubschrauber ist fliegerisch komplizierter. Dafür nicht so schnell und nicht so hoch. Ich würde jetzt einfach mal hier schon mal eine 5 reinhauen. Ui. Hinten raus sind hohe Zahlen, auch gefühlt gar nicht mehr so gut. Ich brauche mal einen Kaffee. Mhm. Denn das muss ich mit super Konzentration erstmal zu einer 4 umbiegen. Damit wir uns hier nicht allzu sehr zu dir. So. Apropos Kaffee. Nein, Nicole, nicht bei der Bundeswehr. Privat. Dann mache ich meinen Piloten jetzt nochmal ein bisschen Stress und mache hier mal eine 6 rein.
Obwohl, ach nee, das ist ja easy. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass du jetzt hohe Würfel hast. Bester Co-Pilot der Welt. Ja, guck mal. Weil dann bin ich ja schon wieder dran. Ja. Wir dürfen ja nicht reden. Wir haben ja gerade so noch Kaffee, ob ich den mal trinken sollte. Würfelglück ist hier schon auch hinten raus entscheidender, als man denkt. Und der Herr Kapitän hat übrigens an den Bremsen gemacht. Da würde ich mal sagen, bringe ich ihm zur Beruhigung erstmal ein Käffchen. Den einen hätte ich noch gebraucht. Ich trinke auf jeden Fall mal einen. Mhm. Frisch ist gut. Dann mache ich aus der 1 eine 2. Oh, ich ahne, was mein Kapitän noch da gewürfelt hat. Wenn ich jetzt ja in meinem Kopf davon ausgehen würde, dass da noch eine 1 liegt, dann würde ja auch selbst ein Kaffee nichts mehr so viel bringen. Aber wir haben ja noch einen Neuwürfelmarker, den will man natürlich eigentlich vorher benutzen. Mhm. Und wir haben ja noch so viele Runden Zeit. Ja. Komm, hier ist noch ein Kaffee, dann bist du ein bisschen ausgeruhter und flexibler. Hamsterini, merkt ihr die Frage mit dem Rollen? Da kommen wir dann nach Spielende nochmal drauf zurück. Zur Landung sollte man jedenfalls gerade sein. Das dürftet ihr euch auch vorstellen können, was dann passiert, wenn man das nicht ist. Okay. Ich gehe dann auch mal hinten raus Kaffee kochen. Wir können es uns ja erlauben. Wir sind super gut vorbereitet. Mhm. So, wir sinken um 1000 Fuß. Und wir nähern uns jetzt mit 7 Schub tatsächlich auch wieder um eine Einheit. Jetzt kommen wir in die heikle Phase des Landeanfluges. Jetzt kommt ganz langsam Spannung auf. Wir haben noch nicht alles erledigt, was zu erledigen wäre. Ach, das hatte ich gar nicht aufgemacht, ne? Bei der Landung muss die Summe der Schübe auf der links vom roten Marker sein. Bei maximaler Bremse also höchstens 6. Darf sie gleich sein, JKL, oder muss sie kleiner sein? Also wenn der Marker auf 6 stünde, müssen wir eine 5 hier reinsetzen oder darf es auch eine 6 sein? Das ist vielleicht noch die entscheidende Frage. Ich habe hier kleiner als rausgelesen aus der Anleitung. Okay, dann los. Genau, weil gerade die Frage kam, ja. Die beste Unterstützungsart ist immer Patreon. Da werden weniger Gebühren abgezogen als bei YouTube-Mitgliedschaft. Und der Plan, was wir heute noch spielen, wir haben so ein paar Sachen gerade in der Vorbereitung, aber wir wollen ja die Spannung hochhalten. Deswegen stay tuned. Vincent bereitet gerade das nächste Spiel vor. Ja. Es darf auch eine 6 sein, sagt Jokel. Das hört sich super an, dann kriegen wir was hin. Passagiere sind während des Landeanflugs im Cockpit nicht erlaubt. Aber du könntest die Kamera mal ein bisschen dichter reinzoomen. Das wäre vielleicht eine Idee. Wir haben eine sehr sympathische Stewardess hier. Meinst du die mit dem Mittelfinger? Ich würde sagen, dass das eine Version. Perfekt. Sehr schön. Okay, ich beginne. Aha. Den sehen wir ja, dann haben wir jetzt noch 2 Rerolls. Und das brauchen wir doch alles gar nicht. Wir beginnen mal hier. Dann trinke ich mal so ein leckeres Käffchen und gehe mal einfach mit meiner jetzigen 2 hier hin und öffne diese Landeklappe und gehe hier nochmal eins hoch. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, setze ich mal hier auf die 4. Das ist auch hervorragend. Dann habe ich dann noch ein bisschen was zu tun. Ich würde noch mal ein Käffchen trinken und würde mit einer 3 sagen, hier Flug BSB23, bitte. Ich würde 2 Käffchen trinken und nochmal anfangen, dass hier Flug BSB23 kommt und wir bitte einmal hier weg möchten. Okay, dann. Ach, dann müssen wir ja hin. Jetzt muss ich nachschauen, was passiert, wenn wir den... Ich muss erstmal hier hinsetzen. Wir haben ein bisschen das Problem mit den Kameras hier, dass dieser Tisch sehr groß ist und diese Kamera schon sehr weit weg steht, wir die Kamera nicht weiter über den Tisch bekommen. Und wenn wir es weiter auf den Tisch schieben, dann kommen wir nicht mehr ins Material und sehen das nicht mehr. Und ich habe da noch keinen Workaround für. Oh, ich glaube, es wird kritisch, wenn der Kapitän ins Handbuch guckt und die Checkliste durchgeht. Ja, das kriegt er hin. So, ein Rechnungsrahmen. Okay. Vielen Dank, Betty. Oh, nochmal. Klasse, vielen Dank. Das scheint das Spiel zu gefallen. Das freut uns. Vielleicht auch Hobbypilotin. Ich bin dran, ne? Oh, jetzt habe ich mal Würfen gespielt, was anderes.
Genau das, sehr gut. Also die Flugzeuge dürfen auch bis hier kommen, nur wenn wir sie dann reinschieben würden, dann käme es zum Crash. Es gibt ja Mindestabstände in der Fliegerei, horizontal sind es, ich glaube, 1000 Meter und vertikal 500 bis 1000 Fuß, je nach Flugregeln. Und es geht immer in Richtung Differenz, ne? Das heißt, wenn du jetzt einen tieferen Wert hättest als ich hier, dann würden wir darüber tilten. Richtig. Das heißt, wenn ich jetzt den dorthin lege, dann würden wir so stehen. Nee, wir würden zu dir. Ah, das wollen wir natürlich nicht. Dann wird es jetzt noch ein bisschen heikel. Okay. Ich kann nur funken. Mhm. Nehme aber nur den da aus dem Weg. Das war ein letzter Würfel, ne? Mhm. Gut. Und du hast auch nur noch einen. Das ist eine kürzere Runde. Gucken wir mal, was jetzt so passiert. Ach, das passt doch. Crash nicht in die Flugzeuge da? Jetzt knallt. Ja. Sind wir dann gleich abgestürzt? Ja, es kommt zu einer Mid-Air-Collision. Und wir sind, also wir sinken und gehen jetzt zwei vor. Mhm. Und da fliegen gerade zwei Segelflieger nebendran lustig voneinander her. Wir weichen nicht aus und es knallt. Crash. Abgestürzt. Also doch immer eigentlich. Fast wie im richtigen Leben. Wo das auch ständig passiert. Gott sei Zum Dank. Glück nicht, die Luftfahrt ist schon sehr, sehr sicher. Ja, weil sie Gott sei Dank nicht so ist wie in diesem Spiel. Und so Unglücke wie Überlingen passieren wirklich einmal in 20, 30, 40 Jahren. Gott sei Dank. Ja. Ich hab auch diese, es gibt auch die SOS da, diese Flugzeugabschutz. Die Flughafenfeuerwehr brauchst du jetzt nicht mehr. In Deutschland würdest du jetzt die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung herbeirufen zum Unfallort. Wir sind ja noch weit vom Flughafen entfernt. Wobei ja, du hast recht. Da würde jetzt wahrscheinlich die Flughafenfeuerwehr uns helfen können. Aber dann ist die BFU, das sind Kollegen in Braunschweig, die eine sehr, sehr wichtige Arbeit machen, nämlich die Ursachen festzustellen, ohne die Schuldfrage zu klären. In der Fliegerei ebenfalls sehr wichtig. Ja, das war eine Runde SkyTeam. Aus meiner Sicht, es bildet die Anforderungen, was alles in einem Landeanflug zu tun ist, sehr realistisch ab. Mhm. Die Einschränkung, die das Spiel natürlich reizvoll macht, ist, dass man bei der Einsatzphase nicht reden darf. Mhm. Die gilt zum Glück in der Realität nicht. Gott sei Dank absolut unrealistisch. Es wirkt halt gerade so, als wenn es wirklich so wäre, dass man die Geschichten irgendwie auf jeden Fall zuerst macht, weil dann kann der andere halt irgendwie darauf reagieren. Man kommuniziert über diese beiden Würfel. Genau, und dann machen wir es, die anderen beiden Geschichten machen. Genau. Da bin ich mir gerade noch nicht sicher, wie aufregend das so. Aber haben, also, wir, es haben wir noch ja so nicht, es bleibt ja nicht. Genau, es kommt also, wir sind jetzt, wir haben hier den Flughafen Montréal-Trudeau, den wir anfliegen, und der ist vergleichsweise einfach anzufliegen, wenn die Würfel halbwegs passen und korrekt eingesetzt werden. Vielen Dank, Bernhard. Oh, Mensch. So, und dann, wenn man das gemacht hat, dann darf man das Flight Log, wenn man einmal erfolgreich in Montréal gelandet ist, dann darf man das Flight Log öffnen. Und da kommen viele weitere schöne Geschichten, denn ich zeige euch mal das Insert. Und das, jetzt werde ich nicht spoilern. Mhm. Hier drunter verbergen sich jetzt weitere Flughäfen. Okay. Da findet man dann sowas wie, ich sage mal, Atlanta, London Heathrow, aber auch exotischere Flughäfen. Dann ist auch Malaysia dabei, Kuala Lumpur. Also da findet man viele verschiedene Flughäfen. Und hier verbergen sich auch weitere Komplikationen drin, wie zum Beispiel. Also wer nicht gespoilert werden möchte, hat jetzt 15 Sekunden Zeit vorzuspulen oder auszuschalten. Nicht ganz, weil auf der Rückseite erkennt man schon ein bisschen. Mhm. Da können wir drauf eingehen. Auf der Rückseite sieht man, es kommt eine Seitenwindkomponente mit ins Spiel. Es kommt Spritverbrauch mit ins Spiel. Okay, das ist wirklich nur das Basisszenario. Und eventuell auch ein Sprit, weil der Leck im Tank, sowas könnte auch passieren. Mhm. Hat man dann mehr Würfel? Nein. Okay, die 15 Sekunden sind rum. Ich möchte mir das gerne einmal angucken. Spoiler, Spoiler. Ah, noch ein schwarzer Würfel. Das ist auch wirklich da drunter, damit man es am Anfang noch nicht sieht. Richtig. Das ist ja spannend. Und dann kommen noch Karten dazu. Das sind so Eingriffskarten. Zufällige oder bessere Fähigkeiten. Da kann man ein bisschen was wieder mit gut machen. Working together. Das klingt gut. Ja, ist auch wichtig. Ah, hier, ne? Wenn man zweimal den gleichen Wert auf die Axis spielt, kriegt man gleich einen Kaffee. Mm. Sehr, also machen es einfacher. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5 bis 6 weitere Boards, die dazukommen, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, was die. Hier auch schön mit dem Müllsymbol, dass man gleich weiß, was weg kann. Oder was nicht. Oder was nicht. Das hier zum Beispiel behält man. Und das hier klappt man dann wahrscheinlich so um, ne? Wahrscheinlich. Es gibt noch Klebepunkte. Oh ja, hier. Ja, und dann wird das festgeklebt und dann hat man hier den
Anzeige wahrscheinlich, die man hier ganz so schiebt. Ganz genau. Das ist das hier, das ist irgendwas. Sprit. Sprit. Ah, der kommt auch noch. Und okay. Den möchtest du natürlich benutzen, aber nicht aufbrauchen. Okay, jetzt beruhige ich mich sehr, weil wenn es wirklich nur das gewesen wäre, hätte ich gesagt, ein bisschen. Nein, da ist noch eine Menge mehr drin. Ein bisschen wenig. Und die verschiedenen Flughäfen lassen sich auch noch unter verschiedenen, ich sage mal, Umweltbedingungen anfliegen. Okay. Also Wetter. Es ist super einfach, bei Sonnenschein in Montreal zu landen. Versuch das mal bei starkem Wind. Und die Flughäfen, die hier bei sind, haben auch sehr unterschiedlich lange Anflüge. Es gibt sehr, sehr kurze Anflüge bis hin zu sehr, sehr langen. Ich gucke mal eben im Vergleich. Ja, also Montreal hat da einen vergleichsweise mittleren Anflug. Es gibt längere und es gibt aber auch kürzere Anflüge. Jetzt packt das Spiel ein bisschen aus. Jetzt ist das Spiel doch interessanter, weil das will mir ja zumindest. Wie viele Sachen sind dann zusammen drin, wie viele Szenarien? Lass mich kurz gucken. Ich bin ja schon erfolgreich in Montreal gelandet, als ich das angespielt habe, meine Erstpartie. Achso, ich dachte in echt. Nein. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 weitere Szenarien. Okay, aber die alle durch. Ich meine, das hat jetzt, steht drauf eine Viertelstunde, das kommt, glaube ich, auch ungefähr hin. Ja. 20 Minuten, Viertelstunde. Wir haben zwischendurch geredet, also man kommt Viertelstunde, 20 Minuten ist man durch. Genau, und das ist aus dem Spiel. Ich glaube, da spielt man vielleicht so einmal durch, bis man alles geschafft hat. Dann ist man durch damit mit der gleichen Person, aber wenn einem das gefällt, richtig, man sagen kann, hier, wir steuern ein richtiges Flugzeug, dann kannst du auch mit anderen anfangen zu lernen, wie sich das anfühlt. Halt, wir kommen noch weitere Flughäfen. Ah, danke fürs Ausprobieren. Auch nochmal angucken. Hier auch Rückseite auch noch alles. Cool. Da habe ich doch schon Lust auf mehr, auf jeden Fall. So, da ist also einiges noch geboten, das ich auch selber noch nicht ausprobiert habe. Das kommt, das ist Müll. Aber da kannst du den Marker reinmachen, dann geht er nicht weg. Das passt schon. Na gut. Was ich noch ausprobieren muss, ist tatsächlich das Ganze mit meiner Frau zu spielen, denn die hat ebenfalls einen Pilotenschein. Oh, ich dachte, die hat ebenfalls Flugangst, aber... Nein, einen Pilotenschein. Ja, das war eine Runde Skyteam. Jetzt kann ich mal auf die Kommentare gucken. Ich muss noch ein kleines bisschen aufräumen, einen kleinen Moment. Das Rücksetzen, wenn man das richtig macht, um eine neue Partie zu beginnen, ist natürlich Aktion 1. Man neigt das Ganze. So lange, bis es tiltet. Und dann kommen aber die Marker zu weit raus. Ja. Schade, hat nicht ganz funktioniert. Netter Gedanke, nicht ganz gut umsetzbar. Dann kommen die Marker hier rein. Das ist eine ganz normale Plastikscheibe. Da ist ein transparenter Aufkleber mit dem Flugzeugsymbol drauf. Das funktioniert. So, und dann kommen ausreichend großes Insert. Platz genug in der Schachtel. So, Kommentare gucke ich mir jetzt gleich an. Moment. Was haben wir denn in den Kommentaren? Finde ich super, das Spiel. Hätte ich das vor der Messe gewusst, dann hätte ich mich angestellt. Maximal schauen, hättest du nur euer Flugzeug maximal zur Seite kippen lassen, statt die anderen auch noch abzuräumen. Ja, das ist tatsächlich in weiteren Szenarien relevant, dass man das Flugzeug neigt, um zum Beispiel Berge zu umfliegen. Es gibt Flughäfen, da musst du im letzten Moment relativ dicht vor der Landung nochmal um einen Berg rum. Gerade so die alpinen Flughäfen oder im Himalaya gibt es da schon sportliche Sachen. Oder eben auch, um Wolken nicht zu durchfliegen. Das kann man auch mal versuchen zu vermeiden. Auch das gibt es hier als Szenario irgendwo. Was haben wir noch? Flughafen, Feuerwehr, so. Kleinteile sind aus Pappe. Genau. Die sind aus Pappe und die anderen Token sind aber aus Holz. Die kleinen Marker, die wir hier versetzt haben, die waren aus Holz. Richtig, genau. Die Flugzeuge und die Kaffeetassen ebenfalls. Und... Genau, die Sichtschirme wieder. Ja, und kommt halt, wie ja vorhin schon gesagt, im Frühjahr bei Cosmos raus. Also wahrscheinlich irgendwann nach Nürnberg. In Nürnberg wird man es dann schon sehen können. Hier stehen auch die Spoiler-Geschichten an der Seite schon drauf. Steht schon drauf. Das wird noch spannend, das weiter zu erkunden. Ja, war auch ausverkauft. Ich glaube, du hast dir gekauft. Und wir haben netterweise als Rezensionsexemplar das Aufstellungsstück mitbekommen. Ja, das hier ist ganz regulär an der Warteschlange gestanden. Genau. Okay, was haben wir noch? Das ist Müll, Müll, Müll. Doch ein bisschen Pappmüll. Allerdings bis auf die, ich glaube, Plastiktüten, bis auf die Aufkleber ist, glaube ich, kein Kunststoff dabei. Sehr gut. Und bei Cosmos dann vielleicht noch? So, sind wir abgestürzt? Ne, wir sind kollidiert mit zwei Flugzeugen, ganz genau.
Wetter gibt es, richtig. Genau, es kommen Regen, Seitenwind, vor allen Dingen Nebel, den man dann umfliegen soll. Tokio Haneda, das könnte sicherlich auch eine Idee sein, das anzufliegen. Düsseldorf gab es als Promo, die habe ich nicht bekommen. Die war dann schon weg. Malvina schreibt schon im Chat wieder fleißig, sehr gut. Die bereitet aber Spiele vor. Richtig, in Quito, Ecuador ist, glaube ich, auch ein Flugplatz. Richtig. Madeira ist auch eine spannende Geschichte, ganz genau. Kanarische Insel. Ja, das ist Madeira, das da. Ne, nicht. Doch, Madeira, glaube ich. Portugiesische Insel. Ausleihen? Was wird denn ausleihen? Ich glaube nicht. Lohnt sich ein Pilotenschein ohne eigenes Flugzeug? Oh, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, aber ich glaube, da sind wir dafür auf dem falschen Kanal. Was wäre denn die Überschrift deines stundenlangen Monologes? Was könnte man dazu sagen? Pilotenschein, ja oder nein? Nein, es war ganz normal, es war tatsächlich ein Hobby. Und nicht beim Bund oder so? Nein, nein, nicht beim Bund, nicht beim ADAC oder bei der Polizei, da kann man das tun, aber dann ist man zuerst entweder Soldat oder Polizist. Und um bei ADAC unterzukommen, muss man entsprechend viele Flugstunden vorher haben. Das heißt, man muss über Soldat oder Polizei dann auch da in die Flugerfahrung kommen. Wann bist du denn das letzte Mal geflogen? 2020. Hast du den nächsten Flug geplant? Oder? Tatsächlich nicht. Ich habe ihn aus Zeitgründen an den Nagel gehängt, den Schein. Okay. Also ich müsste, um wieder fliegen zu können, nochmal medizinische Untersuchungen, Flugtraining und so weiter durchlaufen. Wie viele Flugstunden hast du, weißt du das ungefähr? Etwas über 100. Oh, das war schon ganz ordentlich. Für Hobby. Ja, das ist ein reines Hobby. Und da muss man sich zu committen. Das ist nicht das günstigste Hobby, was man machen kann. Mhm. Und dann erst recht nicht die Hubschrauber. Das muss man wissen. Aber es ist ein Hobby und man lernt eine Menge. Die Ausbildung ist anstrengend. Die ist nicht einfach. Man kommt auch ordentlich ins Schwitzen. Aber es macht auch einen riesigen Spaß. Und es erweitert im wahrsten Sinne des Wortes den Horizont. Wie kam es zum Hubschrauber bei dir, statt Flugzeug oder Segelflieger? Ich wollte schon immer mal was ausprobieren, Fliegerei. Und dann hat sich 2009 die Möglichkeit ergeben. Habe ich das mal im Hubschrauber ausprobiert. Und das hat mich dann sofort gehuckt. Obwohl ich den Schwebeflug noch nicht sofort hinbekommen habe. Das hat eine Weile gedauert. Aber das lernt man alles. Und das macht einen riesen Spaß, das zu tun. Und heute, wenn ich in Simulatoren steige oder sowas, dann erkennen die Menschen, die den Simulator kontrollieren, dass da ein bisschen Erfahrung hinter sitzt, das macht dann immer Laune. Der war schon mal drin. Gut. Genau. Jo. Dann sind wir gleich wieder da. Wir werden jetzt keine halbe Stunde Umbaupause machen, sondern... Nee, Ralf, ich war nicht Polizist. Genau, das ist eine Mission, mag ich. Das gefällt mir auch so gut. Ja. Wir sind gleich wieder da. Bleibt dran. Und dann geht's mit dem nächsten Highlight. Vielleicht, wissen wir nicht. Weiter. Stay tuned. Jo, bye. Stück BSB 3, 2, 3 verabschiedet sich. We'll be right back.